So Leute, und damit begrüße ich euch zu Part Nummer 19 mittlerweile von Let's Play FIFA 17. Die letzten Folgen waren immer Redox vs. Raceneck Season 1. Das wird auch weiterhin kommen. Ich habe mir gedacht, ich setze jetzt mal wieder nach einigen 7 Folgen, glaube ich, Redox vs. Raceneck mal wieder mit Johnny ein. Unsere Sache. Das werden wir jetzt tun. Wir haben, wie gesagt, immer noch 2 Skillpunkte, das weiß ich noch. Aber wir wollen das nämlich auf irgendeine Sache sparen. Und, ja. Sonst in der Tabelle, Derby Country führt mit 26 Punkten 7 Punkte Rückstand. Also, naja, Leute, müssen wir da noch ein bisschen gucken, wie das so wird. So. Wir machen nochmal weiter. Newcastle Upin Tie gegen Fulham spielen wir am 29. Oktober 2016. Also wir sind schon in der Zukunft unterwegs. Und ja, genau, ich würde sagen, wir legen direkt los. Und ja, vielleicht kommt noch eine Sequenz. Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht. Wir spielen mit Team und wir gehen hinein ins Spiel. Wir haben 103.000 Follower, Leute. Also wir haben 103.000 Leute, die uns jetzt, was weiß ich, wie soll man das sagen, ja, mögen oder wie auch immer. Alexander also hier. Und ja. Wolfuß und Frank Buschmann sagen Hallo zur heutigen Liga-Begegnung. Schön dabei zu sein, Wolf, und gleich rollt der Ball. Heute heißt es Fulham gegen Newcastle United. Da sind wir. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. In der letzten Partie. Da können wir nur hoffen, dass er heute an diese tolle Leistung hat. Die großen Erfolge von Newcastle United sind... So Leute, jetzt geht's los. Da ist Alexander im Sturm. Und wir haben uns direkt den Ball geholt, Leute. Sehr guter Start. Wir werden aber erstmal nach hinten passen. Wir werden erstmal die... so ein bisschen sichern. Also die Richtung und die Möglichkeit. Und da ist direkt der erste Versuch. Hier von... ich weiß jetzt nicht, wer das war. Den Ball haben wir. Oh, aber den nicht. Die Chance für Fulham. Nee, total verkackt er die Chance. Da kann er ihn stoppen. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber keine Gefahr. Sehr gut, aber wenigstens den Ball abgenommen. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Guter Ball nach draußen. Jetzt wird's gefährlich. Oh Leute, da der Versuch. Sehr gut. Er trifft den Ball. Oh mein Gott, Leute. Oh. Ey, das ist übel spannend. Leute, Pfosten. Übelstes Glück gehabt. Die Defensive steht. Alex Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Anita! Noch ist die Chance. Nein! Komm, Leute. Ich habe nämlich eine neue Taktik mir so ein bisschen überlegt für die weiteren Spiele und die möchte ich heute jetzt gerne mal einsetzen. Aber dafür müssen wir erstmal nach vorne kommen. Leute, wir gehen nach außen, wir gehen nach außen. Und jetzt, Leute, jetzt schießen wir so und jetzt versuchen wir zu schießen. Und da ist das Tor, Leute. Sehr schön, der Ball ist nochmal rübergerollt. Und dann konnten wir das Tor machen. 1 zu 0.
Aarons hat das Tor gemacht, da kommen alle hin, auch Hunter. Hier sehen wir es nochmal. Da schießen wir dann den Ball gegen den Torwart und dann hätte uns da fast noch der Mann von Ronaldo Aaron in der 25. Minute. Ja, da hätten wir noch fast das Gegentor, eine Grätsche kassiert und das wäre dann natürlich vielleicht sogar das Meter gewesen. Aber ja, wir hatten noch eine sehr gute Chance so. So, jetzt kommen sie aber auch wieder. Sind auch sehr nach vorne gerichtet. Jetzt der Versuch. Oh, schade, nicht geklappt. Nicht geklappt. Muss ja aber auch nicht immer klappen. Wir führen 1-0, das ist die Hauptsache. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Hauptsache wir gewinnen das Spiel. Okay, das war deren Fehler. So, also wir gehen nach ganz hinten. Das könnte gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden. Nein! Mann! Oh Mann, ich hab gedacht, wir kriegen den Ball irgendwie. Oh, das war aber nochmal Rettung in letzter Sekunde. So Leute, über rechts. Ne, wir gehen über links, um dann zu Hunter zu schießen. Damit Hunter ein Tor macht. Nein. Jetzt vielleicht. Und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz, genau richtig gezeigt. Schade, Leute. Ne, den Ball kriegst du nicht. Alexander. Brauchst du dich gar nicht drauf freuen. Von mir kriegst du den Ball nicht. Jetzt die Gelegenheit. Oh, den Ball haben wir. Sehr guter Einsatz. Oder auch nicht. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Und da fällt es, Leute. 1-0 Führung. Nach der Halbzeit. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Sehr gut aufgepasst. Alex Hunter. Oh. Da haben wir den Ball verloren. Aber auch den Ball behauptet. Wird's jetzt gefährlich? Flanke kommt. Nein, der Versuch war da, Leute. Die Gäste werden wechseln. Haben wir den Ball? Ja. Nein! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gut. Einer muss doch jemand zu dem Ball dann noch laufen. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Wo ist denn hier einer? Puh. Ärgerlich. Er vergibt die Chance. Alex Hunter. So Leute, wir versuchen es. Wir können einfach durchlatschen. Und da ist es! Da ist es! Alex Hunter! 2-0 für Newcastle United. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Sehr gut. Das 2-0. Führung aufgebaut. Mal sehen, ob sie nur weitermachen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt wird's gefährlich. Sehr guter Einsatz. Da verlieren sie den Ball. So Leute, wir gehen jetzt über außen. Super durchgesetzt. Nein, ich habe gedacht, wir kommen noch an den Ball. Aber gut aufgepasst. Ah, nee, da kommt man nicht mehr ran. Okay,
da geht raus jetzt, ist jetzt egal. Okay. So. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. So, jetzt werfen sie alles nach vorne und versuchen es mit langen Bällen. Das ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. AIT. Oh, jetzt kommen sie aber nach vorne, meine Güte. Jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Boah, jetzt kommen sie aber nach vorne hier. Das macht er gut. So, jetzt haben wir aber 75. Minute, Leute. So, Einwurf. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Parker. Da kommt der Steilpass. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Nein, Leute. Außen, Leute. So Leute, über außen. Jetzt versuchen wir den Trick nochmal. Erst so machen. Was? Der hat den Ball abgeblockt. Aber Ecke. Okay, Ecke, Leute. Wir werden nach hinten schießen. Weil ich werde nach hinten schießen auch. So, und jetzt nach vorne. Okay, das war ein bisschen blöd jetzt. Regulär sind es noch 7 Minuten. Rennen! Jesus Gomez. Wird das eine Torchance? Nein! Leute, kriegen wir noch ein 3-0 hin? Ich glaube nicht. TOT. Aber mal gucken. Gale. Anita. Da gibt's Vorteil, Spiel geht weiter. Und Elfmeter. Leute, Elfmeter! Oh yeah! Ich hab schon gedacht, was haben wir denn jetzt gemacht? Also, das geht ja mal gar nicht. Also, meine Güte, meine Herren. So, Leute. Druck zu groß, Buschi. Er macht den Elfer nicht. Ja, kann sein. Also, bitter ist es auf jeden Fall. Ja, Leute, also, das war mal hervorragend. Hervorragend gespielt. Gutes Tackling. Oh, warum läuft denn niemand dahin? Okay, Leute. Einer aus 2-0 gewonnen. Er war verschossen, ist egal, wir haben gewonnen. Und mehr brauchen wir nicht. Kommt eine Sequenz oder was kommt? Ja. Well played out there, mate. You've been hitting some good form. I can see these things, you know. Yeah. Feels like I'm really starting to find my groove here, man. Well, long may it continue. And who knows, you keep playing like this, you might end up back in the Premier League. I may even be playing with you. So, okay Leute, wir sind 6,1 Millionen wert, haben 106.000 Follower. Okay, wegen Attributzuwachs bleibt es. Sehr nice, Leute, dass wir hier das Spiel gewonnen haben. So, als nächstes haben wir Trainingstag passen. Warte mal. Oh, wir sind nach vorne gekommen. Derby County hat unentschieden gespielt. Die haben nur ein Spiel, die haben gleich viele Spiele, aber die haben ein Spiel unentschieden gespielt. So ist es. Und ja, gut, 27 haben die ersten beiden. Chef Wett und Derby County. Und dann wir mit 22. Also es wird schwer, 5 Punkte Rückstand. Aber mal gucken, vielleicht haben wir da noch eine Chance. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Saison noch geht. Naja, mal gucken. Werden wir im Laufe der
für Johnny Karriere sehen. So, Ecken reinbringen, Flanken verwerten. Okay, Leute, Flanken sind gar nicht mal so welche meins. So meins, aber wir versuchen es einfach mal. So, was muss ich jetzt hier machen? Ah, okay, ja, gut, die Übung kenne ich. Die Übung kenne ich. Also die ist eigentlich noch im Rahmen. Renn doch. Stark. Leute, also wir brauchen da noch ein bisschen Übung. Mann! So. Alle auf einmal hier. Ja, Leute, hat perfekt geklappt, würde ich sagen. Wir nehmen direkt mal einfach alles mit, einfach. So, und nochmal. Nochmal alles. Komm, roll wenigstens rein. Nein, Leute. Kriegen wir das noch irgendwie hin? Nein, als ob. Oh mein Gott, das war noch so ein nice Tor. Ich glaube, wir kommen nur auf B. Ja, wir kommen nur auf B. Okay, Leute, wir versuchen es nochmal. Also, wir wissen jetzt, wie es geht. Mann, jetzt... kriegen wir es schon wieder nicht so gut hin. Ja, okay, Leute. Ey, wir haben gleich nur noch einen Versuch. Wir dürfen dann nicht mehr verkacken, ne? Sehr nice. Ah, das wird uns nicht mehr unbedingt jetzt helfen. Nein, das hätte was sein müssen. Oh, dieser letzte Schuss, ne Leute, der hat uns exzellent gebracht. Mega nice. So, Ecken bringen. Okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen. Okay, das war nicht so gut. Okay, jetzt müssen wir auch noch gegen andere kämpfen. So Leute, sogar ein Tor und schon exzellent. Hä, was ist denn da dran schwer? Da ist doch nichts schwer dran, Alter. Wir haben schon längst exzellent. Die Übung ist ja jetzt wirklich nicht schwer. So Leute, nochmal schön ins Tor. Also wir haben wahrscheinlich schon bei 7500, bei der Hälfte der jetzt gesammelten Punkten, exzellent gehabt. Und das war eine Silberübung, also ich fand die jetzt nicht so schwer. Naja. So, wir sind natürlich in der Startelf. Haben beides mit einer 1 absolviert, sehr nice. Unsere Skills werden weiter verbessert. Und sehen wir noch eine Sequenz? Ich weiß es nicht, sieht nicht danach aus, Leute. Nee, Leute. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir gegen Blackburn ein Spiel am 5. November. Gegen Blackburn, das seht ihr aber beim nächsten Mal, Leute. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt wieder mit The Journey. Morgen wird dann wieder eine Folge
Season kommen. Und also jetzt immer abwechselnd, ab jetzt dieser Folge Part 19, dann Part 21, 23 und was weiß ich, wie lange das geht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert kostenlos. Und ja, danke fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.